Herzlich willkommen zur dritten Folge meiner Lesereihe Jamie, Biografie eines Vierbeiners. Jamie brachte seine Geschichte mit, seine Ängste, seine Traumata und seine dadurch geschuldeten Krankheiten. Aller Anfang ist schwer. Hört selbst. Schon als wir uns das erste Mal begegneten, wusste ich, dass Jamie krank war. Er sah abgemagert aus, sein Fell wirkte stumpf, fast dreckig, und seine Augen hatten den dumpfen Glanz der Resignation. Das war der Grund, warum ich ihn gleich bei meinem ersten Besuch bei der Familie mitgenommen hatte. Ich hatte mir aber keine Vorstellung von seinem Leiden gemacht und was es bedeutet, sich um einen chronisch kranken Hund kümmern zu müssen. Um ihn besser verstehen zu können, wollte ich wissen, wie Jamie seine Umgebung wahrnimmt. In einer Buchhandlung fand ich ein gutes Buch über Hunde. Abends setzte ich mich auf die weichen Kissen vor dem Kamin. Jamie legte seine Schnauze genüsslich auf meinen Oberschenkel und schloss die Augen, genau in dem Augenblick, als ich die erste Seite des Buches aufschlug. Was ich dort las, erstaunte mich. Im Vergleich zum Hund sind Menschen geradezu taub. Wir Zweibeiner hören Frequenzen von 20 bis 20.000 Hertz mit einem maximalen Empfindlichkeitsbereich zwischen 1.000 und 4.000 Hertz. Hunde dagegen können Frequenzen von 15 bis 50.000 Hertz wahrnehmen, teilweise sogar bis 100.000 Hertz mit einer maximalen Empfindlichkeit bis 8.000 Hertz. Hunde sind sogar in der Lage, Geräuschquellen dreidimensional zu orten. Hierbei helfen ihnen ihre beweglichen Ohrmuscheln, für deren Bewegung 17 Muskeln verantwortlich sind. Auch der Sehsinn der Hunde ist hervorragend. Wie bei Katzen wird einfallendes Licht in der Dämmerung vom Augenhintergrund reflektiert und erhöht die Empfindlichkeit des Sehvermögens. Lange Zeit meinte man, dass Hunde nur schwarz-weiß sehen können. Doch sie sehen Farben, allerdings ein anderes Farbspektrum als Menschen. Zum Beispiel können sie Rot nicht erkennen. Ihre Sehschärfe ist geringer als die des Menschen. Die Wahrnehmung stillstehender Objekte wird durch das Gehirn unterdrückt. Dinge, die sich bewegen, also zum Beispiel auch Beute, werden dagegen optisch selektiert und super genau wahrgenommen. Hunde können nicht nur viel genauer hören als Menschen, ihr Geruchssinn ist phänomenal. Sie verfügen über eine wesentlich höhere Anzahl an Riechzellen als Menschen. Ihre Geruchswahrnehmung ist 1 Million Mal intensiver. All die kleinen herumfliegenden Geruchsmoleküle stimulieren die Riechzellen und leiten die Information direkt an das Urhirn. Dort lösen sie ein Instinktverhalten aus, das erst in zweiter Instanz von der Großhirnrinde beeinflusst wird, dem Teil, der Handlung abwägt. Bei Menschen ist das nicht anders. Darauf basiert der Spruch: Ich kann dich nicht riechen. Der Geruchssinn von Hunden ist so fein, dass sie schon aus weiter Entfernung riechen können, in welchem emotionalen Zustand ein Wesen ist. Geringste Konzentrationen an Hormonen in der Luft verraten ihm, ob ihr Gegenüber gerade Anspannung, Aggression, Angst, Freude, Krankheit, Desinteresse oder Souveränität ausstrahlt. Weil sie Geruch, Körperhaltung und Mimik ihres Gegenübers so genau wahrnehmen, können sie ihr Verhalten der Situation entsprechend sehr schnell anpassen. So kommt es, dass sie manchmal ängstliche Hunde und Menschen schon von Weitem erkennen und bellen verscheuchen. So einer würde nur das Rudelgefüge schwächen. Am faszinierendsten ist aber die Fähigkeit der Hunde, Gedanken als Bilder im Gehirn zu erkennen. In einem der späteren Kapitel werde ich darauf zurückkommen. Ich sehe Jamie prüfend an.
Ich spüre, wie er nicht nur die Wärme der Flammen aufsaugt, sondern auch meine Gedanken. Es scheint, als müsse er mich noch nicht einmal ansehen, um meine Gedankenwelt zu erforschen. Unsere Sinne funktionieren ziemlich ähnlich, denke ich. Doch was Jamie von Geburt an kann, musste ich mir in vielen Jahren erst mühsam erarbeiten. Und immer noch empfange ich von Jamie kaum mehr als ein Rauschen. Obwohl meine Wahrnehmungsfähigkeit geschult ist, zeigt sich Jamie in seiner Sinneswahrnehmung mir weit überlegen. Er ist ein echtes Wahrnehmungsgenie. Aber wenn er meine Gedanken buchstäblich lesen kann, warum gehorcht er mir nicht? Und wie schaffe ich es, dass sich unsere Kanäle häufiger treffen? Das Feuer ist heruntergebrannt. Genug für heute, sage ich mir. Ich bin müde. Komm, Jamie, denke ich. Und noch bevor ich mich bewege, steht Jamie auf und geht mir ins Schlafzimmer voran. Ich weiß, dass du mir zugehört hast. Und ich glaube, dass du jedes Wort, was ich denke, verstehst. Auch die, wenn ich dir sage, dass du mir folgen und keine weggeworfenen Brötchen fressen sollst. Kann sein. Aber ich musste hungern und da nimmt man alles mit, was sich einem bietet. Merkst du nicht, dass du davon Durchfall bekommst? Nö. Mit mir läuft doch alles bestens. Wir leben nun mal in der Gegenwart und nicht in der Zukunft. Und warum gehorchst du mir nicht? Du weißt doch genau, was ich von dir erwarte. Ich verrate dir ein Geheimnis. Wir Hunde nehmen sehr genau eure innere Haltung wahr und spüren, was da ernst gemeint ist und wo ihr schwankt. Und wenn da dieses schwammige Gefühl ist, dass euch etwas nicht hundertprozentig wichtig ist, was wir gerade tun, nutzen wir die Lücke schamlos aus. Wie meinst du das? Denk doch nur daran, wie du deine Hierarchie zementieren willst und gleichzeitig Hierarchien für Blödsinn hältst. Denkst du etwa, das merke ich nicht? Oder wie ich einmal aus Versehen schuld daran war, dass du auf rutschigem Eis hingefallen bist. Du warst gleichzeitig sauer und irgendwie musstest du auch lachen. Oder wenn ich etwas vom Nachtisch stibitze, dann schimpfst du zwar, aber du hast auch viel Verständnis für meine Fresslust. Stimmt. Ich erinnere mich auch daran, wie ich dir mal auf der Couch lag, zwischen uns ein verwaistes Stück Schokolade. Deine Schnauze kam dem Objekt deiner Begierde immer näher. Wenn du fast dran warst, habe ich schnell die Schokolade mit meiner Hand bedeckt. Du hast Desinteresse vorgetäuscht und nach einer Zeit dein Glück aufs Neue versucht. Da ist ein richtiges Spiel draus geworden. Deine Bemühungen, an dieses kleine Stück Schokolade zu kommen, waren wirklich komisch. Und gleichzeitig war ich sauer, dass du keine Ruhe gabst. Du hast nichts gesagt. Kein Pfui, kein Aus, kein Sitz, Platz, Schksch oder was auch immer. Wenn wir etwas tun, was euch nicht gefällt und ihr lacht darüber, empfinden wir das als Schwäche und gleichzeitige Einladung weiterzumachen. Lachen ist für uns Hunde ein eindeutiges Zeichen, dass es nicht ernst gemeint ist. Wenn wir aber eure Entschlossenheit spüren, dann gehorchen wir gerne und lassen uns von euch wie durch einen unsichtbaren Faden lenken. Werde dir also erstmal über deine Wünsche und Gedanken klar, bevor du versuchst, mich zu erziehen. Was Hunde so alles mitbekommen, kann man jetzt glauben oder nicht. Aber Hand aufs Herz, welcher Hundebesitzer hatte nicht schon mal das Gefühl, der versteht jedes Wort? Tschüss, bis zum nächsten Mal.